Als Brooke Greenberg nach ihrem zweiten Geburtstag aufhörte zu wachsen, war die medizinische Fachwelt schockiert. Ihr ganzes Leben wurde zu einer komplizierten Mischung aus Rätseln und Wundern, und was dann geschah, war sogar noch unglaublicher. Als Brooke Greenberg am 8. Januar 1993 geboren wurde, war ihre Familie überglücklich. Ihre Mutter, ihr Vater und ihre beiden älteren Schwestern, Caitlin und Emily, konnten es kaum erwarten, sie in der Familie willkommen zu heißen. Obwohl sie ein wenig zu früh auf die Welt kam, gab es keinen Grund zur Sorge. Sie wurde per Kaiserschnitt entbunden und wog 2 Kilo. Als alle sie zum ersten Mal sahen, beschrieben sie sie als winzig, aber wunderschön. Die Ärzte des Krankenhauses entdeckten jedoch schnell, dass mit dem Mädchen etwas nicht in Ordnung war. Bei den Ultraschalluntersuchungen vor ihrer Geburt hatte sich der Hausarzt Sorgen über ihre krampfartige Entwicklung und ihr unregelmäßiges Wachstum gemacht. Dieser medizinische Experte stellte auch fest, dass sie mit einer Art Hüftproblem geboren werden würde, das bald nach der Geburt behandelt werden müsste. Das Leben von Brooke wurde zu einem Leben voller medizinischer Notfälle, auf die oft unerklärliche Genesungen folgten. Als Melanie und Howard Greenberg ihr Baby zum ersten Mal mit nach Hause nahmen, hatte sie bereits ihre erste Operation hinter sich. Kurz nach der Geburt mussten die Ärzte eine vordere Hüftluxation korrigieren. Davon abgesehen schien Brooke zunächst normal zu sein. Bis sie merkten, dass dieses Mädchen alles andere als normal war. Es war von Anfang an klar, dass dieses winzige Baby nicht viel wuchs. Und trotz vieler Tests und medizinischen Kosten waren sie keiner Antwort näher gekommen. Die ersten Jahre von Brookes Leben waren geprägt von häufigen Besuchen in der Notaufnahme, gefolgt von längeren Krankenhausaufenthalten. Das Krankenhaus wurde in den ersten 6 Jahren ihres Lebens praktisch ihr zweites Zuhause. Eine Notfallsituation trat ein, als die Ärzte 7 Löcher in ihrer Bauchdecke fanden. Sie mussten schnell reagieren, um den durch die Magengeschwüre verursachten Schaden zu beheben und legten ihr als Notfallmaßnahme eine Magensonde an. Interessanterweise hatte sich ihr Körper wie durch ein Wunder rechtzeitig selbst repariert und trug keine Narben von dieser anstrengenden Zeit. Brooke litt ständig unter Schlaganfällen, Krampfanfällen und Geschwüren und hatte oft Atemprobleme. Aber auch hier gab es nur selten erkennbare Schäden an ihrem Körper nach einer dieser Episoden. So seltsam diese übermenschlichen Heilungsfähigkeiten auch waren, es gab noch ein anderes Problem, das ihrer Familie große Sorgen bereitete. Obwohl Brooke in ihren ersten beiden Lebensjahren ein fast normales Wachstum hatte, war kurz nach ihrem 2. Geburtstag klar, dass sie ihr Wachstum ganz eingestellt hatte. Von diesem Tag an nahm sie kein Gramm und keinen Zentimeter mehr zu und wurde in einem Körper eingesperrt, der nicht ihrem wirklichen Alter entsprach. Nach einer langen Reihe von invasiven Tests und Eingriffen entdeckten die Ärzte, dass die verschiedenen Teile ihres Körpers unterschiedlich schnell reiften. In der heutigen Zeit gibt es nur noch wenige medizinische Erkrankungen, die ein Geheimnis bleiben. Brooke wurde als das Mädchen mit dem Syndrom X bekannt. Brooke hatte nie sprechen gelernt, aber es war klar, dass sie Menschen, die sie liebte, erkannte und sie mit einem wunderschönen Lächeln beglückte. Die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen war auf ihrem nie alternden kleinen Gesicht zu sehen, während ihr Bewegungsspielraum darauf beschränkt war, sich in ihrem Kinderbettchen hochzuziehen, über den Boden zu krabbeln und sich in ihrer speziell angepassten Lauflernhilfe fortzubewegen. Die meiste Zeit aber war sie das kleine Baby auf der Hüfte eines Familienmitglieds. Zu der immer größer werdenden Greenberg-Familie gesellte sich ein weiteres Mädchen namens Carly, die geboren wurde, als ihre einzigartige Schwester etwa 3 Jahre alt war und die sie bald an Gewicht und Größe übertraf. Obwohl die 6-köpfige Familie auf jeden medizinischen Notfall vorbereitet war, kann man nie auf so etwas Tragisches wie ein Koma vorbereitet sein.
Brooke war erst 4 Jahre alt, als sie unerwartet bewusstlos wurde und ihre Eltern sie wieder einmal ins Krankenhaus bringen mussten. Die Ärzte diagnostizierten schnell einen Tumor von der Größe einer Zitrone in ihrem Gehirn. Es gab wenig Hoffnung, dass sie überleben würde, und das medizinische Personal hatte keine andere Wahl, als die Familie auf das Schlimmste vorzubereiten. Als Melanie und Howard an diesem Abend nach Hause gingen, brach ihnen das Herz bei dem Gedanken, dass ihr kleines Mädchen sie für immer verlassen könnte. Sie waren religiöse Menschen und baten ihren Rabbi um Trost und Erklärungen. Er erklärte ihnen, dass Brooke für 4 wertvolle Jahre an sie ausgeliehen worden war, aber nun sei es an der Zeit, sich zu verabschieden und sie dem Herrn zurückzugeben. Sie mussten auch die Geschwister auf den Tod ihrer Schwester vorbereiten und mit den Beerdigungsvorbereitungen beginnen. Melanie wusste nicht, ob sie stark bleiben würde, vor allem als sie einen Sarg aussuchen mussten. Aber Brooke wurde zu einer wahren Expertin für unerwartete Ereignisse. 14 Tage nach dem Koma erwachte sie aus ihrem Tiefschlaf in einem Zustand, der nach perfekter Gesundheit aussah. Ihr Kinderarzt Dr. Pakula war verblüfft, als er erfuhr, dass der Tumor spurlos verschwunden war. Er konnte sich das Geschehen nur so erklären, dass er es ein Wunder innerhalb eines Geheimnisses nannte. Dieser Ausdruck wurde zur Beschreibung vieler anderer medizinischer Herausforderungen, denen sich die kleine Brooke in den folgenden Jahren gegenübersah und die sie überwand, wobei sie immer ohne bleibende Folgen davonkam, aber nie wirklich heilte oder ihre körperliche oder geistige Entwicklung wieder aufnahm. Im Alter von 8 Jahren sah Brooke aus wie ein 6 Monate alter Säugling. Sie wog nur knappe 6 Kilo und war 76 Zentimeter groß, oder sagen wir besser klein. Ihre 3 Geschwister hatten keine der Probleme, die sie hatte, und sie entwickelten sich alle normal weiter. Obwohl sie viele Geburtstage feierte und chronologisch gesehen jedes Jahr älter wurde, sah sie aus wie eine Babypuppe, die ihre Schwestern herumtrugen. Brooke war einfach in der Zeit stehen geblieben. Trotz ihrer einzigartigen Entwicklungsprobleme war sie eine große Freude im Kreis der Familie Greenberg. Die Ärzte konnten nie eine Diagnose stellen, die das Leben von Brooke Greenberg erklärte, aber auch sie begannen zu glauben, dass dieses kleine Mädchen sich von jeder Krankheit, die das Leben ihr zuwarf, erholen konnte. Aus diesem Grund wurden sie alle von dem, was als nächstes geschah, überrascht. An einem schönen Herbsttag im Oktober 2013 starb das tapfere Mädchen im reifen Alter von 20 Jahren und sah immer noch aus wie das Baby von vor 20 Jahren. Ironischerweise starb Brooke in demselben Krankenhaus, in dem sie geboren wurde. 3 Tage später wurde sie beigesetzt. Sie starb friedlich, hinterließ aber eine große Lücke in den Herzen aller, die das Privileg hatten, sie kennenzulernen, und ein medizinisches Rätsel, das niemand jemals lösen wird. Was für eine schockierende Geschichte. Hast du dich jemals für die Genetik und ihre Funktionsweise interessiert? Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlen muss, ein Baby zu haben, das nie wächst? Teile uns deine Meinung zu dieser Geschichte in den Kommentaren unten mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.